Herzlich willkommen bei 21 Bau TV. Ja, das ist die Position von R9. Und ob da jetzt was lediglich zusammengebaut wird oder ob das was zu bedeuten hat für R9, kann ich nicht sagen. Am besten schauen wir uns das auch nochmal von der Seite an. Aber erstmal ein Blick auf K17. Das vierte Schalungselement ist dran. Und links im Bild das von der Außenschalung, das hier abgestellt war, hat jetzt mal Platz gemacht. Wird also demnächst das nächste Schalungselement angelegt. Ja, und der R10 ist jetzt auch an der Seite ausgeschalt, beziehungsweise wird jetzt gerade noch die letzten Stückle bevor wir weiterlaufen in den Steg. Ja, ich werde den natürlich weiterhin als Südsteg bezeichnen, denn der ist hier beim Südausgang vom Bonatzbau und der andere ist beim Nordausgang Bonatzbau und auch nicht weit weg vom Nordausgang vom Tiefbahnhof. Jetzt habe ich aber mein Ziel verloren. Na. Und solange es einen Nordkopf und einen Südkopf gibt und Nordausgang, Südausgang, kann man auch die beiden Stege so bezeichnen. Und hier wollte ich eigentlich von K15 die Galeriestützarbeiten aufnehmen, aber ja, jetzt bin ich an der richtigen Stelle. Aber deswegen da oben, darüber will ich mich nicht beschweren, aber bedeutet, ich sehe nicht so richtig viel. Vielleicht noch mal einen kurzen Stopp hier mit R8. Hier ist ja die entsprechende Bewährung. Und bin mal gespannt, ob der gebaut wird, während die Rampe da noch ist. Theoretisch könnte es ja reichen. Wir haben gesehen, bei K15 die Galeriestütze, die würde auch auf einen Zentimeter genau eingebaut. Ja, wo war der Mischer? Wahrscheinlich in BA21. Da braucht man ja ständig ein bisschen Beton, um die Pfahlgründungen zu bauen.
Ist das jetzt eine Pumpe oder nicht? Aber das ist doch eine. Ah, ich glaube, wir müssen den Spaziergang ein bisschen ausdehnen. Schauen wir uns noch K13 an. Das sieht sehr gut aus. Gehen wir mal hier ein bisschen rein. Ich zähle 4 Lagen. Da sind wir mal gespannt. Bald ist es soweit. Und ich nehme mal an, da unten wird die Innenschalung vorbereitet. K13. Denn wir sehen an der Webcam, die Abstandshalter sind schon drin. Wir nähern uns Galeriestütze K15. Und jetzt noch der Blick hier auf den Montagebereich der nächsten Schalungselementeinheiten. Also nichts mit erneuern, sondern neue Elemente. Ja, und ich sage jetzt mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao!